Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Wer kein Freund von Tierabwehrsprays ist, aber trotzdem böse Buben bei einem Angriff in die Flucht schlagen möchte, für den habe ich heute mal eine mögliche Alternative. Aber dazu gehen wir mal kurz auf Amazon. Und zwar zeige ich euch nachher mal einen Schrillalarm. Der kostet jetzt 14,89 € und wird versandkostenfrei geliefert. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer im Textfeld unter dem Video. Könnt ihr drauf klicken, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne im Kommentar posten. Und so schaut die Verpackung aus und die Fotos hier drauf finde ich schon ziemlich lustig. Verjagt Angreifer. Verschreckt Hunde und andere Tiere. Stoppt obszöne Anrufe. Und Feueralarm. Ja, auf der Rückseite gibt es schon die Gebrauchsanweisung. Schrillalarmgerät bei Benutzung aufrechthalten und Kappe jeweils kurz niederdrücken. Inhalt reicht für 50 Notschreie. Nicht in Ohrnähe einsetzen. Ja, dann werden wir den jetzt mal auspacken und dann mal benutzen. So schaut das Produkt dann aus. Hier oben am Kopf habt ihr noch einen Clip. Ihr könnt das irgendwo befestigen. Und hier seitlich stehen dieselben Infos, die man schon auf der Verpackung lesen konnte. Des Weiteren auf der Unterseite kann man noch erkennen, dass es bis 12.2016 haltbar ist. Das Gerät besteht ja einmal aus dem Kopf und der Patrone. Diese kann man abziehen. So schaut dann der Kopf aus. Und hier seht ihr die Patrone. Ja, ich will das mal kurz ausprobieren. Das heißt ja, man soll hier oben einfach drauf drücken. Ach du Scheiße. Boah. Also, ich ziehe mir gleich lieber ein paar Ohrenschützer an. Das war extrem laut gewesen. Obwohl ich das auch noch nicht in meine Richtung gehalten habe. Zweiter Versuch. Diesmal aber mit Ohrstopfen. Und jetzt drücke ich einfach mal runter und lass los. Und habt ihr gesehen, wenn ihr loslasst, dann hört der Ton auch auf. Und jetzt halte ich einfach mal gedrückt. Also so lange, wie man drückt, ertönt dann auch der Ton. Ich habe aber gerade noch Folgendes festgestellt. Wenn ihr das erste Mal runterdrückt, ist der Ton lauter, als wenn ihr gedrückt haltet. Also würde es vielleicht mehr was bringen, wenn man öfter hintereinander drückt. Und jetzt gehen wir mal ins Freie und gucken, wie das so aus der Entfernung sich dann anhört. So, der Horst hat den Schrillalarm jetzt in der Hand. Was sind das hier? 3,50. Ja, jetzt, ne, tu noch ein bisschen, genau, so ist gut. Jetzt drück mal drauf. Naja, komm mal ein Stück vor, drück nochmal drauf. So, nochmal. Naja, also so in Ohrenweh oder Schrecken tue ich mich jetzt eigentlich nicht, gell? Ja, also das mit der Entfernung gerade auf 3,5, 2 oder meinetwegen 1 Meter war ja nicht so pralle. Da tut einem mehr im Ohr selber weh, wenn man das benutzt. Jetzt gehe ich mal gerade ein paar Meter zurück, dann tue ich mal ein bisschen fiepen und der Horst sagt mir, ob man das noch ganz gut hört als Signalton vielleicht. So. Wenig, ja? Wenig. Ja, da kommt jetzt schon die Feuerwehr. Nee, also Schrillalarm finde ich persönlich taugt nichts, weil man kann zwar drücken, aber das tut einem dann mehr in den eigenen Ohren weh, als dass das Gegenüber sich irgendwie erschrecken tut. Dann würde ich lieber ein anständiges Pfefferspray kaufen. Dazu habe ich ja 3 Testvideos bereits gemacht. Ein viertes mit dem Gorilla kommt noch. Da erstelle ich noch ein schönes Intro. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst auch kein weiteres Video. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.